Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu einem weiteren Developer Inside Reaction Video. Anscheinend kriegen wir jetzt die Videos immer freitags und nicht mehr donnerstags, was ich ein bisschen blöd finde, weil ich halt am Wochenende immer arbeiten bin. Deswegen ich die Videos jetzt immer schön nach der Arbeit machen darf. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ich freue mich, dass ihr überhaupt Videos bekommen. Donnerstag war mir aber lieber. Aber heute geht es um Tech Advancements und Backend Improvements. Ich hoffe mal, dass es jetzt sehr viele Idioten erklären, weil ich habe keine Ahnung von diesem Zeug. Ich bin da super laienhaft. Mal schauen, wie viel wir verstehen werden. Ich bin gespannt, wer ist denn heute da? Jemand ganz anderes, den wir noch gar nicht kennen. Okay, bin ich jetzt mal gespannt, was der gute rothaarige Mann uns da erzählen wird. Bin ja gespannt, den hab ich ja nie gesehen. Hi there, I'm Scott Peter. A principal engine programmer on CryEngine. Moin, Scott. Untertitel und nicht zu laut. Hat coole Piercings. Here we've worked hard to take advantage of modern PC engine programmer on CryEngine. Principal engine programmer. Klingt wichtig. Ich glaub, der Mann weiß, wovon er redet. Over the past year, we've worked hard to take advantage of modern PC and console hardware, and with the CryEngine 5.11 update, we have been able to build our most immersive world yet. For Hunt Showdown, this means improved visuals, performance enhancements, audio upgrades and more coming this August. Also bessere Grafik, bessere Performance und bessere Audio auch, weswegen wir wahrscheinlich jetzt auch Speed of Sound und sowas kriegen. Das ist alles Teil des Engine Upgrades, okay. As well as plenty more new features in development for the future. Consoles, okay. Console hat aufgepasst. First, let's dive into what CryEngine 5.11 means for our console players. We're excited to bring native support to Xbox Series X and PlayStation 5 at 60 FPS and 4K, and Xbox Series S at 60 FPS and 2K, all in glorious HDR. This means Hunt Showdown has been optimized to offer an immersive and visually superior gameplay experience. Cool. Ich hoffe mal, dass doch alles wirklich so funktionieren wird. Technical improvements. Ich habe keine PlayStation 5 oder sowas, ich kenne mich da nicht aus. Kann man inzwischen Spiele 4K mit 60 FPS spielen? Ist das eine Sache? Das wusste ich noch gar nicht. Nicht schlecht. Ushered in with the engine upgrade, bring with it a leap in visual fidelity, with improvements across textures, lighting, animation and more. Introducing a new light cache system and specular tracing for multi-bounce global illumination means we can create higher quality lighting for heightened realism in those dark corners. Ja, das ist hübsch. For players, this means greater depth to environmental visuals, richer darkness, and even more detail for keen eyes. Und das ist die neue Map. Merke ich gerade. Mir ist gerade aufgefallen. Warte mal, ich kenne das gar nicht. Okay. Das ist eine Slate Repose, kennen wir schon. Das sieht cool aus. Kann es sein, dass das eine Mühle ist? Ich kann mir vorstellen, das sieht so ein bisschen mühlenmäßig aus. Sieht geil aus. Aber auch, also hübsch. Licht ist echt hübsch. Da merke ich. Detail for keen eyes and skilled hunters to make use of. As well as this, we've introduced improvements to both character models and environmental features. More accurate, physically based lighting for hair shading means those beards have never looked so good. It's nice to have. Juckt mich aber nicht, muss ich sagen. Finde ich persönlich sehr uninteressant, weil in Hand achte ich nicht so darauf. Aber it's nice to have. Und das sieht aber krass aus. While water and rivers now have improved flow, turbulence and foam for increased realism. These subtle details make for a significantly more natural and realistic feel to the world of Hunt Showdown, contributing to a more deeply engaging experience overall. Das interessiert mich ja besonders, ne? Ich glaube, das ist eine Mühle. Vielleicht. Ist auf jeden Fall irgendein rundes Gebäude, so wie es sicher. Okay, ja, ich meine, ne? Schon in der Grafik sagt man nie nein, solange eben auch die Performance mitmacht. Das ist halt so die Sache. Und, to be fair, was ich auch sagen muss, vor allem jetzt hier, auch jetzt was Gameplay-Relevantes. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil es schon sehr dunkel ist. Vielleicht bedeutet es auch, dass man seine Grafik schön hochstellen kann und auch keinen Nachteil mehr hat unbedingt vielleicht in PvP, weil momentan ist es so, dass schlechte Einstellungen eigentlich besser sind für PvP halt, weil du dann einfach mehr siehst. Vielleicht wird das damit auch so ein bisschen getackelt, dass das nicht mehr so die Sache ist. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das sowas beheben kann wirklich. Aber es sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Sieht wirklich sehr hübsch aus. Allerdings sind das auch Screenshots. Aber hier, das Wasser. Das sieht schon nice aus. Kann man nichts sagen. For CryEngine, cutting-edge performance is always at the front of our minds when working on new features and upgrades. With this in mind, we are taking advantage of upscaled performance with DLSS 2.3.1 and FSR 2.1.2.
Wie gesagt, ich hab wirklich keine Ahnung, was irgendwas davon bedeutet. Ich habe seit ein paar Monaten eine 3060, also eine Nvidia 3060. Ich kann seitdem es DLSS benutzen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass es was Gutes ist. Irgendwie, dass das Spiel schöner aussieht und die Performance dadurch auch besser wird. Irgendwie sowas. Ich habe da eigentlich keinen Plan. Wenn ihr Ahnung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, das sind auf jeden Fall Sachen, die sind nice to have. For players, this technology not only means performance boost in terms of running games at a higher frame rate, but sharper, more detailed. Ja, genau. Okay. Ich habe es eigentlich gar nicht erklärt. Er hat es gerade gesagt. Also ja, bessere Performance, aber dafür, also zusammen mit besserer Grafik, ist es genau das, was ich ihm gesagt habe. Perfekt. Okay. Graphics, visual effects and more. Improving performance will continue to be a priority as we move beyond the August 15th launch. We are working on reducing controller latency with improved frame pacing and NVIDIA Reflex integration. Also ja, noch hier für Controller, ne? Improved frame pacing. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Leute. Ich habe keine Ahnung. Es ist bestimmt was Gutes. As well as building on da steht improved, also verbessert. With direct storage. Also ist gut. Ist, ja, okay. Hier, loading times sind schneller, das verstehe ich. Das klingt doch gut. Okay, Backend. Da bin ich jetzt gespannt, denn, ja, also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gespielt habt, ob ihr gerade irgendwie eine Pause macht. Gerade ist es ganz wild. Also es waren irgendwie, die Server sind irgendwie abgestürzt und ich weiß nicht, was passiert ist. Dann wurden die Server offline genommen und währenddessen wurden irgendwie dann Änderungen am Backend, also am Änderungen am Matchmaking gemacht. Deswegen auch, glaube ich, zu Backend Stuff gehört, deswegen kann man das machen, ohne zu patchen. Gerade ist wieder alles broken und ich habe echt Angst vor dem August 15th Launch, so wie sie immer schön sagen. Ich hoffe sehr, dass gerade die ganzen Updates und ja, Wartungsarbeiten irgendwie für Probleme sorgen, weil sich eben alle auf das kommende Update so fokussieren. Ich habe wirklich Angst, ob die das Spiel nicht komplett kaputt machen am 15. August. Ich bleibe optimistisch, aber es ist schon ein bisschen weird. Bin jetzt gespannt, was jetzt hier kommt. The backend of Hunt Showdown supports the persistent player profile, shopping, and progression outside of individual game sessions. Also zu Backend gehört Player Profile, Shopping, also Labbond-Shit und wahrscheinlich auch an sich einfach halt Loadouts kaufen, I guess. Progression outside of individual game sessions. Bloodline? Bin ein bisschen verwirrt, was das genau was bedeutet. Shopping and progression outside of individual game sessions. And this is something we've been working to improve for launch. From August onwards, players will notice a more responsive backend, meaning a more seamless experience in the store and across Bloodline interactions. Leute, Geld ausgeben macht jetzt noch mehr Spaß. The changes also mean we're able to reduce instances of service downtime in the future. Okay, passt ja ganz gut, da wir gerade ein bisschen Server Downtime hatten. In der Zukunft werden die Downtimes kürzer, also die Server werden nicht so lange offline bleiben. Mal sehen. Klingt ja vielversprechend. Audio Upgrade. Wird Keller Audio gefixt? Boah, das wäre krass. Könnte wirklich sein, weil hier, der ist ja in einem Keller, glaube ich. Das sieht aus, als würde es in den Keller gehen. Oh, also introduces significant updates to Hunt Showdown's immersive audio. First of all, we are carefully refining the game's audio mix, improving our very own cryspatial audio technology and adding an audio slapback echo system for improved clarity and sound definition. Ja, keine Ahnung, was soll man? Additionally, we are providing new ways to experience Hunt's award-winning audio. Dolby Atmos, another spatial audio. Okay, das ist krass. Die saß nämlich bei Hand, dass man seine Kopfhörer nicht immer auf Stereo haben sollte. Denn auch wenn eure Kopfhörer so spatial audio, ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie gesagt, ich bin echt ein Laie, was so ein Technik-Shit angeht. Ich konsumiere nur. Ich habe keine Ahnung davon. Auf jeden Fall ist halt so eine räumliche Audio, sage ich mal. Das ist halt emuliert, von wo was kommt. Das war in Hunt schrecklich, weil Hunt das mit Stereo schon so krass geregelt hat, dass du es nicht gebraucht hast und es hat eigentlich alles nur versaut. Und jetzt kann man es nutzen anscheinend. Also wenn ihr Kopfhörer habt mit Dolby Atmos, könnte jetzt sein, dass ihr ein noch geileres Erlebnis habt vielleicht. Klingt sehr nice. Will be available on all platforms. For headphone users, PC and Xbox owners will benefit from Microsoft Sonic for headphones, but PlayStation 5 owners specifically will benefit from Tempus 3D audio compatibility. Also wenn ihr das habt, dann will ich das sicherlich wissen. Klingt doch gut. Ich habe keine Ahnung, was das alles heißt. No matter what your audio setup, you will be even further immersed into the Hunt Showdown world. Klingt gut. Klingt nice. Bevor es weitergeht, möchte ich... Ach, das ist schon das Ende, oder? We can't wait to reveal even more details for our upcoming August launch.
Follow our social channels for new videos and updates. See you soon. See you soon, Scott. Auch mal schön ein anderes Gesicht zu sehen. Gut, es gibt jetzt echt nicht viel zu sagen. Man hat ja nur ein paar Sneak Peeks noch bekommen für die Map, was ich sehr cool finde. Wollte ich gleich noch was anschauen. Aber ja, ich meine, klingt ja alles schön gut. Man kann jetzt hier nicht so viel sagen. Vor allem ich nicht als kompletter Laie. Ich habe, wie gesagt, gar keinen Plan von dem meisten Zeug, was der gute Mann hier mir gerade erzählt hat. Es klingt aber alles sehr gut. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Keller heute gefixt ist. Ich finde schade, dass man es jetzt nicht extra gezeigt hat, was eigentlich ganz cool gewesen wäre. Das ist ein riesen Problem auf der ersten Map. Aber die Tatsache, dass wir hier anscheinend wirklich wieder Keller haben, zumindest jetzt laut diesem Ausschnitt hier, den ich hier, was nach Keller aussieht, sieht so aus, als würde es hier in Keller runtergehen. Vielleicht kriegen wir auf der neuen Map wieder Keller, weil, falls es euch nicht aufgefallen ist, Lawson Delta, die zweite Map, hat keine Keller, gibt gar nichts. Desal hat zwei Keller, einmal in Weeping, das ist quasi ein Keller in Anführungsstrichen, eigentlich ist es überhaupt kein Keller, das ist nur halt unterm Boss noch was, aber da ist auch voll viel offen und es ist eigentlich überhaupt kein Keller. Was wirklich ein Keller ist quasi, wirklich im Untergrund ist, ist halt die Mine. Die Mine in Kingsnake, die auch erst dazu kam, die war ja gar nicht von Anfang an da in die Style, die war ja noch gesperrt. Da ist es, das ist quasi Keller, aber ich muss ganz eigentlich festgar gar nicht, wie da die Audio funktioniert. Aber das war's. Wir haben nur auf der ersten Map Keller und das halt in voll vielen Compounds und wie oft hattet ihr es, dass ihr Steps gehört habt, richtig deutlich, und die Person ist unter euch. Oder ihr seid unten und ihr hört über euch total deutlich diese Steps. Könnte damit gefixt sein, vor allem wenn es hier anscheinend wirklich wieder einen Keller gibt. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht gezeigt wird, wenn es wirklich gefixt wurde. Aber gut, ja, klingt doch schön. Gib mir natürlich ein Like. Ja, klingt alles super. Ich hoffe mal wirklich, dass das alles besser wird, weil momentan kackt quasi genau das vor allem ab, so Backend-Shit und sowas. Deswegen, ja. Das ist interessantes Timing für dieses Video. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, falls ihr Ahnung habt, was irgendwas von dem Zeug bedeutet und ihr seid jetzt hyped irgendwie, weil ihr schon immer DLSS wolltet und was weiß ich und diese Audio und keine Ahnung. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ja, tschüss.